Wir betrachten jetzt erstmal eine meiner Standardfunktionen. Das ist der Funktionsgraph von y gleich x². Und wir überlegen uns, was passiert denn mit x², wenn das x gegen unendlich geht. Also wenn das x gegen unendlich geht, gegen was geht dann x². Gegen unendlich. Da gibt es eine Art algebraischen Beweis, den ich mal mit Rot hinschreibe. Ja, warum geht x² gegen unendlich? Weil das zum Quadrat auch unendlich ist. Ja, unendlich zum Quadrat ist unendlich. Ich habe es rot hingeschrieben, das heißt, diese Schreibweise ist im Abi verboten. Erlaubt es aber das, was ich hier mit weiß hingeschrieben habe. Also x² geht für x gegen unendlich. Und jetzt möchte ich wissen, was passiert denn mit dem Graph? Der Graph verschwindet nach rechts oben. Und das schreiben wir hin. Weil der Graph nach rechts oben verschwindet. Weil der Graph nach rechts oben verschwindet. So, jetzt nehmen wir das x Quadrat, wieder ganz wichtig, solche mal. Aber jetzt gehen wir gegen minus unendlich. Geht gegen, wenn x gegen minus unendlich geht. Gegen welchen Funktionswert, oder gegen welchen Wert, gegen was geht x Quadrat für x gegen minus unendlich? Ich würde sagen auch gegen unendlich. Warum? Weil minus zum Quadrat plus gibt. So ist es. Minus unendlich zum Quadrat ist plus unendlich oder minus mal minus gibt plus. Genau das ist. So, und das heißt, das geht gegen unendlich, weil der Graph nach links oben. Also weil der Graph nach links oben verschwindet. Also weil der Graph nach links oben verschwindet, geht das gegen unendlich. So, jetzt betrachten wir eine zweite Standardfunktion von mir. Eine zweite Standardfunktion ist die x hoch 3. X hoch 3, wissen wir, der Graph sieht etwa so aus. Also hier ist dann irgendwo die 1. So, und jetzt überlegen wir, x hoch 3 geht gegen, für x gegen unendlich, gegen was geht x hoch 3? Ich würde sagen, auch gegen unendlich. Die algebraische Rechnung, rot, wäre? Unendlich hoch 3 gleich unendlich. Jawohl, weil der Graph nach wohin verschwindet er? Jawohl. Weil er nach rechts oben verschwindet. So, und das letzte jetzt. X hoch 3 für x gegen minus unendlich. Gegen was geht x hoch 3 für x gegen minus unendlich? Gegen minus unendlich. Warum? Weil minus unendlich hoch 3 halt minus unendlich ist. Jawohl, das wäre rot, algebraische Begründung, jawohl, minus. Aber wohin verschwindet der Graph? Der geht nach links oben. Links? Links? Links oben. Natürlich. So, das bedeutet, wenn da ein oben steht, dann kommt hier ein plus unendlich. Wenn hier aber ein unten steht, kommt hier ein minus unendlich. So, und das nach rechts heißt gegen plus unendlich, nach links gegen minus unendlich. Es gibt jetzt mehrere Formen des Globalverlaufs von ganz rationalen Funktionen. Eine Form haben wir schon kennengelernt, das war diese hier. Welche Funktion war das? X Quadrat. Zum Beispiel, ja. Oder x Quadrat, gibt es viele. So, für x gegen minus unendlich, gegen was geht x Quadrat? Gegen unendlich. Links oben. Für x gegen plus unendlich? Auch unendlich. Rechts oben. So, welchen Grad hat das hier? Den 2.
Jo, und aber wenn ich mir das jetzt anschaue, zum Beispiel diese hier, diese Funktion, wie heißt diese Funktion? X hoch 4 oder so. Gilt das auch? Da gilt exakt der gleiche Globalverlauf. Also x Quadrat, x hoch 4. Welchen Grad haben die? 2 und 4. Und die x hoch 6 macht es auch. Also 6 geht auch. Geht die 8 auch? Und was ist das dann verallgemeinert? Der Grad ist dann? 2 mal x. Ja, 2 mal x. Oder man sagt gerade. Wir haben einen geraden Grad und dann brauchen wir noch den Leitkoeffizient, das AN. Das AN, das machen wir aber später. So, jetzt haben wir die x² als erste. Jetzt machen wir als zweite die x hoch 3. Das war diese hier, die x hoch 3. Welche Eigenschaft hat die x hoch 3 im Globalverlauf? Minus unendlich. Also für x gegen minus unendlich geht es gegen minus unendlich, links unten. Für x gegen unendlich geht's rechts oben. Und das ist die x hoch 3. Welchen Grad haben wir hier? Ungerade. Genau. So, jetzt gibt es noch zwei weitere Typen. Das sind die beiden, die wir vorhin uns angeschaut haben. Aber es gibt tatsächlich noch zwei weitere Typen. Welche Typen gibt es, wenn ich jetzt das hier einfach außen vor lasse? Nur von dem hier, von diesem Globalverlauf. Welche Typen gibt es da noch? Also wir haben hier unendlich, unendlich und hier minus unendlich, unendlich. Welche gibt es noch? Unendlich, minus unendlich. Den schreibe ich mal hier hin. Und? Minus unendlich, minus unendlich. Gut, so. Welche Funktion geht für x gegen minus unendlich und für x gegen plus unendlich gegen minus unendlich? Minus x Quadrat, minus x hoch 4 und so. So, also so sehen die aus. Welchen Grad haben die? Gerade. Jawohl. Was ist dann der Unterschied zwischen dem und dem, zwischen x² und minus x²? Vorzeichen. Jawohl, das ist das Vorzeichen vom an. Also an ist hier größer 0, positiv. Und hier negativ kleiner 0. Ja? Also das ist genau das Problem. So, jetzt fehlt uns noch der unendlich minus unendlich. Ja, minus x hoch 3 wahrscheinlich. Natürlich. So, so sieht die aus. Und was haben wir hier? Hier haben wir natürlich die Ungerade. Und? Und kleiner, also da größer 0. Und kleiner 0. So, also das sind unsere verschiedenen Typen und die Gruppen benenne ich nach diesen Funktionen. Also das heißt, vom Globalverlauf her gibt es die Gruppe x² minus x² oder x hoch 3 minus x hoch 3. Nach diesen Beispielen, die wir hier haben, benenne ich nachher die Funktionsklassen. Also wir betrachten jetzt die Funktion x² minus 7x plus 9. Wie verhält sich x, f von x für x gegen minus unendlich bzw. x gegen unendlich, die x² minus x plus 9? Wie verhält die sich? Für x gegen minus unendlich geht's f von x gegen unendlich und für x gegen plus unendlich geht f von x? Genau. Und Kf ist eine nach oben geöffnete Normalparabel. Gruppe x². Dies erkennt man am Summanden x², der Rest minus 7x plus 9 ist ohne Bedeutung. Ja, also es gibt nur das x² und der Rest ist eigentlich völlig egal. So, es geht jetzt um den Globalverlauf der Parabel x² minus 3x plus 2. Ich mache mal zunächst eine Zeichnung hin und die minus 3x plus 2, die geht durch diesen Punkt. Und sieht irgendwie so aus, ja, so oder so ähnlich sieht die Funktion aus.
Und hier ist, glaube ich, 1 und 3, müsste etwa funktionieren, muss ich gucken. 3 minus, nee, das ist 1 und 1 und 2. So, so sieht der Graph der Funktion aus. Und ich möchte nur was über den globalen Verlauf wissen. Also das soll das f von x sein. Also f von x geht gegen, für x gegen unendlich. Gegen was geht das? Ja, unendlich zum Quadrat ist unendlich, minus unendlich. Unendlich minus unendlich ist verboten. Ja. Aber wir haben vorhin optische Kriterien gehabt. Das heißt, es gab ein optisches Kriterium. Für x gegen unendlich verschwindet das nach rechts oben. Und was war rechts oben? Rechts oben war... Oben ist plus unendlich, unten ist minus unendlich. Also geht f von x gegen... Für x gegen unendlich. Und f von x geht gegen... Für x gegen minus unendlich. Gegen was geht das für x gegen minus unendlich? Auch gegen unendlich. Jo. So, und wenn wir uns das Ganze hier anschauen, dann stellen wir fest, ja, wir haben hier, wenn man es rechnet, ein unendlich minus unendlich, wir kriegen es also nicht raus. Trotzdem verhält sich das Ganze wie ein ganz bestimmter Summand hier. Welcher Summand ist denn der, der am wichtigsten ist hier? Also für den Globalverlauf. x². Natürlich. Also, das heißt, dieser Summand, das x², diesen Summanden, der bekommt den Namen Leitkoeffizient. Ich nenne ihn auch Dominant. Der x² dominiert das Ganze. Ja? Und das heißt, das verhält sich wie x², obwohl da noch ein minus 3x plus 2 mit dabei ist. Aber das minus 3x plus 2 macht für den Globalverlauf nichts aus. Nehmen wir nochmal sowas, also wenn wir zum Beispiel haben die Funktion x minus 2 hoch 3 plus 1, dann sieht diese Funktion so aus, das ist eine x hoch 3 um 2 nach rechts und um 1 nach oben verschoben, also die sieht irgendwie so aus. So sieht die Funktion aus. Wir schreiben die Funktion auch mal aus, also das heißt, x minus 2 hoch 3 plus 1 ist dasselbe wie, kann man nach der binomischen Formel ausrechnen, nennen wir das mal g von x. Das ist x hoch 3 minus 3 mal 2, also minus 6x² plus 3 mal 2 im Quadrat, also plus 12x minus 8 plus 1 ist minus 7. So, wie verhält sich die Funktion für den Globalverlauf? G von x geht gegen, für x gegen unendlich. Unendlich. Weil es nach rechts oben verschwindet. Und das g von x geht gegen, für x gegen minus unendlich. Ja, g ist gegen minus unendlich. Weil der Graph nach links unten verschwindet. Also hier oben plus unendlich, unten minus unendlich. So, und was ist jetzt der dominante Summand oder der Leitkoeffizient? Was ist der? X hoch 3. Genau, also das hier ist dann hier der dominante Summand. Ja, wir wollen jetzt den Globalverlauf dieser fünf Funktionen herausfinden. Die x² minus 2x minus 1, gegen was geht denn die für x gegen unendlich? Und für was geht die für x gegen minus unendlich? Für was, gegen was geht die x² minus 2x plus 1? Unendlich und unendlich. Woran liegt das? Warum geht das beides mal gegen unendlich? Weil die x² halt ist also gerade... Genau. Typ x², gerader Exponent und der zwingt dem Rest der Funktion den Willen auf. 4x hoch 3 minus 3x für x gegen unendlich. Gegen was geht die? Unendlich und der andere minus unendlich. Warum? Weil halt minus unendlich hoch 3 minus unendlich ist. Und der 4x hoch 3 ist ungerade und ist die höchste Potenz. Genau, und dominiert das Ganze. Also der Grad, deswegen nennt es mal auch Grad, der dominiert das, deswegen verhält sich das so wie das.
Gut, gegen was geht das? Für x gegen unendlich, beziehungsweise für x gegen minus unendlich. Gegen was geht das hier? Gegen unendlich. Oh, hab ich falsch hingeschrieben. Und hier geht's gegen? Und da geht's gegen unendlich. Jawohl. Woran liegt's? Weil x hoch zu die höchste Potenz ist und gerade ist. Völlig richtig. So, gehen wir zum x hoch 5. Gegen was geht das? Für x gegen unendlich. Und für x gegen minus unendlich? Unendlich und dann minus unendlich. Jawohl. Weil x hoch 5 die höchste Potenz ist und gerade ist. Genau, der hier ist wieder der, der dominiert. Dann haben wir noch x hoch 4 minus 0,1 x hoch 7. Für x gegen unendlich und für x gegen minus unendlich. Für x gegen unendlich? Ja, für x gegen unendlich ist unendlich. Für x gegen unendlich unendlich? Achso, minus x zu 7. Warum? Minus unendlich, weil da noch minus. Jawohl, das ist der minus 0,1 x hoch 7, das ist der dominante Teil. Und, das habe ich hingeschrieben, minus unendlich. So, und für x gegen minus unendlich? Da ist es plus unendlich. Ja, das hier ist der Typ. Welcher Globalverlaufstyp ist das? Minus x hoch 2. Jawohl, genau. Jede ganz rationale Funktion f wird von einem Summanden dominiert. Es ist der Summand mit dem höchsten Exponenten, der den Grad von f festlegt. So, ich habe jetzt hier einfach mal irgendeine x-Achse hingezeichnet und ich zeichne jetzt mal eine Funktion vom Typ x hoch 3 auf, die von links unten nach rechts oben geht. So, was macht diese Funktion auf alle Fälle irgendwann mal? Sie geht für x gegen unendlich gegen plus unendlich. Und für x gegen minus unendlich. Was macht so eine Funktion vom Typ x hoch 3, ungerader Grad, auf alle Fälle? Sie hat eine Nullstelle. So ist es. Die schneidet die x-Achse. Das sieht man hier, y-Achse ist hier dann irgendwo. Die schneidet die x-Achse. Vom Typ x hoch 3, wie ist es beim Typ minus x hoch 3? Da auch. Also das heißt, wir können sagen, ganz rationale Funktionen von Grad haben Nullstelle. Also Schnittpunkte mit der x-Achse nennt man ja Nullstelle. Ganz rationale Funktionen von? Von Grad und Grad haben mindestens eine Nullstelle. Jawohl, mindestens eine, das heißt, können natürlich auch mehr sein. Ja? Das heißt, sowas hier kann uns dann auch passieren, dass die einfach mehrere Nullstellen haben. Also mindestens eine Nullstelle.